Wenn man sich heute anguckt, welche Wirtschaftskraft, welche Wirtschaftsentwicklung in China abgeht, dann wären wir wirklich schlecht beraten, wenn wir eine Vogel-Strauß-Politik machen würden, würden den Kopf in den Sand stecken und würden sagen, naja, erstmal abwarten, wie das so wird mit den Chinesen, was die noch bringen und welche Vorteile vielleicht andere Städte haben. Und dann verschlafen wir sauber eine Entwicklung oder lassen die an der Stadt Oranienburg vorbeigehen. Also insofern bitte ich Sie einfach, machen Sie den ersten Schritt hier, fassen Sie den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan und die anderen Sachen werden wir dann wirklich in Gesprächen regeln. Nicht bloß mit den Investoren, sondern auch mit entsprechenden Landes- und Bundesbehörden, die da sicherlich gerne in Deutschland noch mitnehmen wollen. Fröhler Hans-Joachim? Ja. Mund Werner? Dagegen. Seifert Friedrich? Nein. Bendin Olaf? Nein. Blättermann Dirk? Ja. Bübner Stefan? Ja. Kuschel Eckert? Ja. Mücke Holger? Ja. Richter Michael? Enthaltung. Schütt Gordon? Ja. Erich Wilfried? Ja. Knob Günther? Ja. Jansa Detlef? Enthaltung. Schaffran Wolfgang? Nein. Robert? Ja. Herr Klemm? Ja. Und Herr Lesiker ist unser Bürgermeister. Jawohl. Wenn immer auf die Zögerlichen gehört worden wäre, dann würden wir heute immer noch in irgendwelchen Höhlen sitzen. Dann wäre nie ein Theater entstanden, dann hätte nie jemand sich aufgemacht, einen anderen Kontinent zu entdecken, dann hätten wir auch nie eine Orangerie, sondern die wäre weiter verkommen. Also insofern denke ich, sollten wir einfach mutig und beherzt die Chance ergreifen, die uns hier geboten wird. Und das Wesentliche ist hier in dem Fall nach meiner Auffassung, dass auf der Fläche was passiert. In Klammern, was der Stadt nicht schadet, sondern eher nützt. Und hier haben wir die Chance, dass hier was passiert, in Klammern, was uns nützen könnte. Es ist für mich nicht einfach. Ich muss sagen, viele sagen, lieber Hinder, komm mal hierher, die kaufen in der Oranienburg. Die anderen sagen, wenn es in Chinatown alles billig gibt, dann gehen die Oranienburg alle dahin und die Stadt verödet. Es gibt ja auch, wenn man in die Hefte reinguckt, Verkaufsflächen für alles. Man kann dort alles kaufen. Darin sehe ich natürlich auch eine gewisse Gefahr. Warum überfremdet man bewusst einen Ort wie Oranienburg, wo es der Stadt nicht einmal gelungen ist, die Ausländer zu integrieren? Vor allem vernünftig zu integrieren. Ich sehe keinen Grenzkonflikt am Oranienburger Kanal zwischen China und Russlanddeutschen. Im Gegenteil, ich denke mal, dass hier vielleicht ein neues Kapitel auch aufgeschlagen wird einer Freundschaft, die irgendwann mal abhanden gekommen ist. Ich hatte bereits im Hauptausschuss oder schon mal im Fernsehen so eine Andeutung gemacht, Oranienburg ist keine Stadt wie jede andere. Wir brauchen, und da sind uns andere Kommunen, die sind neidisch, dass wir das nicht haben, wir brauchen als Oranienburger Alleinstellungsmerkmale. Alleinstellungsmerkmale, die keine andere Stadt in Brandenburg haben. Wir haben sicherlich schon den einen oder anderen Punkt, siehe die Turmerlebnis-City, aber Spaßbäder haben inzwischen schon sehr viele Brandenburger Gemeinden und Städte. Wenn in Deutschland verhandelt wird, ein Vertrag geschlossen wird, dann ist ja sozusagen abgeschlossen, die Verhandlung. Und dann wird praktisch wird der Vertrag abgearbeitet. In China ist es anders, da wird ein Vertrag geschlossen und dann beginnen erst die Verhandlungen. Der Vertrag ist die Grundlage aller weiteren Verhandlungen. Ich will doch mal sagen, ich denke, niemand in diesem Raum hier wird genau wissen, was uns da erwartet, dass wir diese Sache hier heute beschließen sollten, mehrheitlich. Ich habe dort doch ein sehr banges Gefühl und ich bin nicht, wie unser Herr Bürgermeister gesagt hat, hier für ein Abenteuer für Oranienburg, sondern ich bin für eine geordnete Planung und das macht sicherlich dann auch meine eher konservative Haltung aus. Und dieses Abenteuer ist mir einfach zu risikovoll. Von Hause aus bin ich ein sehr großer Optimist, aber so viel Optimismus, wie mir heute entgegenschlägt, das kann ich einfach nicht verkraften. Und es ist ja nicht nur ein Wehr, sondern es ist die Nation, die sich in den letzten 15 Jahren so gigantisch entwickelt hat, wenn man sich mit den Zahlen beschäftigt, dass einem wirklich schwindelig wird. Und insofern müssen wir jetzt sehen,
dass wir für uns das Beste rausholen, genauso wie der Investor natürlich versucht, für sich das Beste rauszuholen und unsere Forderung eben mit einzubringen, unsere Wünsche, was dort passieren soll. Viele werden jetzt sagen, meine Güte, wie lange reden die über den Tagesordnungspunkt mit so vielen Punkten und Fragen und Problemen. Aber Konfuzius hat 551 vor der Zeitrechnung schon gesagt, ist man an kleinen Dingen nicht geduldig, bringt man die großen Vorhaben zum Scheitern. Der wusste wahrscheinlich schon, dass wir hier scheitern wollen, meine Mann.